Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser heutigen Abendveranstaltung. Hier im Auditorium und auch zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Wir haben zur Präsentation eines in diesem Jahr erschienenen Buches eingeladen mit dem Titel Im Bann des Bösen, Ilse Koch, ein Kapitel deutscher Gesellschaftsgeschichte 1933 bis 1970. Sie können es hier sehen und auch draußen erwerben. Auf dem Podium begrüße ich herzlich die Autoren des Buches, Frau Prof. Dr. Alexandra Pschyrembel, sowie Herrn Dr. Stefan Malinowski. Er wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Ich möchte Ihnen kurz Herrn Malinowski vorstellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Senior Lecturer an der University of Edinburgh. Herr Malinowski studierte und lehrte Geschichte in Berlin, Frankreich, Italien, den USA und Irland. Vor 4 Monaten war er hier im Auditorium als Referent und Experte zu Gast und hat sein Buch »Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration« vorgestellt, für das er 2022 mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde. Neben Studien zur deutschen Geschichte hat Herr Malinowski auch Beiträge zur europäischen Kolonialgeschichte verfasst und ist auch in der gegenwärtigen öffentlichen Debatte postkolonialer Fragestellungen präsent. Kurz noch heute zum Ablauf. Zunächst wird es eine Buchvorstellung sowie ein anschließendes Podiumsgespräch geben. Danach gibt es wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams zu Hause per E-Mail. Die E-Mail-Adresse werden wir während der Veranstaltung unten einblenden. Jetzt gebe ich Herrn Malinowski das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie gerne noch einmal herzlich begrüßen. Ich werde ungefähr 7 Minuten lang versuchen, ein paar einleitende Gedanken zu dem Themenfeld zu formulieren. Am 22. Juli 1941, also nicht fern vom Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion, hält ein knapp 12-jähriges Mädchen einen Ausflug, den sie mit ihrem Vater gemacht hat, in ihrem Tagebuch fest. Sie schreibt: Heute fuhren wir ins SS-Konzentrationslager nach Dachau. Schön ist's gewesen. Wir haben den Kräutergarten gesehen, die Birnbäume und all die Bilder, die Häftlinge gemalt haben. Wunderbar. Danach haben wir sehr gut zu Mittag gegessen. Zitat Ende. Das Mädchen, das hier schreibt, Gudrun, in der Familie Püppi genannt, berichtet hier über einen Ausflug mit ihrem Papi, dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler. Aus der Perspektive der 12-jährigen Tochter ist das Konzentrationslager ein interessanter Ort, über den der Vater aufmerksam wacht. Und man könnte die Einträge als kindliche Unschuld abheften, zumindest dann, wenn man übersieht, dass Anne Frank, als sie 1942 in ihrem Amsterdamer Versteck ihr Tagebuch zu schreiben beginnt, nur ein Jahr älter, nämlich 13 Jahre alt ist. Die Mutter von Gudrun Himmler, Margarete Himmler, äußert im Juli 1945, kurz nach ihrer Verhaftung, ihr Mann Heinrich Himmler sei Polizist gewesen und die Leute würden heutzutage eben keine Polizisten mehr mögen. Sie sagt, Zitat, ich bin nur eine Frau, ich verstehe wenig von Politik. Margarete Himmler stirbt im August 1967 in Bayern, in München. Ihre Tochter Gudrun engagiert sich prominent in der sogenannten Stillen Hilfe, die NS-Täter und NS-Täterinnen unterstützt und revisionistische Geschichtsfälschungen gigantischen Ausmaßes verbreitet. 2 Wochen später, im September 1967, erhängt sich Ilse Koch, die heute Abend im Mittelpunkt des Vortrages steht, in ihrer bayerischen Gefängniszelle. Koch, Ehefrau des SS-Lagerkommandanten von Buchenwald, wird die einzige Frau gewesen sein, gegen die in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit NS-Verbrechen eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt worden ist. Die Organisation Stille Hilfe, begründet von Helene Prinzessin von Isenburg und prominent von Himmlers Tochter Gudrun unterstützt, hatte sich über Jahre auch intensiv für Ilse Koch eingesetzt. Relativ spät hat die Geschichtswissenschaft begonnen, sich systematisch den Fragen nach Gender und Gewaltherrschaft, der Frage nach der Rolle oder genauer gesagt nach den Rollen zu stellen, die Frauen in der NS-Gewaltherrschaft eingenommen hatten. Unter dem Begriff Historikerinnenstreit
hat man eine im Kern innerfeministische Debatte gefasst, die seit Anfang der 1990er Jahre versucht hatte, die auf den ersten, zweiten und wohl auch auf den dritten Blick männliche Natur der NS-Herrschaft nuancierte zu hinterfragen und nach den Handlungsspielraum von Frauen zu fragen. Neuere Studien, ich denke hier zum Beispiel an die Arbeiten von Wendy Lower, Hitlers Furies über deutsche Frauenbeteiligung, direkte Beteiligung am Holocaust, vor allem aber an die Arbeiten von Elizabeth Harvey über deutsche Frauen im besetzten Osteuropa, haben der Forschung unterdessen neue Perspektiven eröffnet. Freihändig geschätzt dürfte der Anteil der organisierten, der befohlenen und der ausgeführten Gewalt des NS-Regimes mindestens 95% oder zumindest 95% männlich gewesen sein, wenn man etwa an die SA, die SS, die Wehrmacht, die Lager und die politischen Entscheidungszentren denkt. Die Frage nach den Beiträgen von Frauen, die über 50% der deutschen Bevölkerung ausmachten, ist davon allerdings nicht beantwortet. Die Vorstellung vom erstens privaten, also Püppi und Papi, zweitens weitgehend machtlos Handeln von Frauen in der NS-Diktatur lässt sich mit guten Gründen behaupten und mit noch besseren Gründen bestreiten. Alexandra Tschirembels Studie zu Ilse Koch leistet allerdings weit mehr als eine brillante Rekonstruktion der Biografie und der Gewalthandlung einer einzelnen Frau. Die Studie rückt weniger die Person als die Figur in den Mittelpunkt, die in der Nachkriegszeit in Gerichtsverfahren und im Dreieck amerikanischer, westdeutscher und ostdeutscher Bildproduktion über eine prominente Angeklagte entstanden war. Der amerikanische Chefankläger William Denson formulierte 1949, Ilse Koch habe eine, Zitat, nie dagewesene sadistische Perversität an den Tag gelegt. Koch sei keine Frau im eigentlichen Sinne gewesen und eine Kreatur aus einer anderen, unmenschlichen Welt. Zitat Ende. Das Buch von Alexandra Tschirembel dokumentiert nicht zuletzt die misogyne Unfähigkeit der juristischen, publizistischen, psychiatrischen und anderer Apparate sowie der gesamten diskutierenden Klasse der 1950er Jahre zu angemessenen Kategorien und zu einer Balance zwischen persönlicher Schuld und der Einordnung der Figur in das nationalsozialistische Gesamtsystem des permanenten Massenmords zu finden. Und aus diesem Diktum ergibt sich für uns Zuhörer heute oder Zuhörende nicht zuletzt die Frage, ob wir heute, 70 Jahre später, im Jahre 2023, angemessenere Kategorien entwickelt haben, die genauere Analysen zulassen und den Prozess aufzeigen, in dem Gesellschaften Schuld und Unschuld verhandeln. Zu den Gründen, diese Frage eindeutig zu bejahen und optimistisch zu betrachten, gehört das im Folgenden vorzustellende oder zu diskutierende Buch und seine Autorin. Was die Figur Ilse Koch und wichtiger die Verhandlungen von Schuld und Verantwortung nach 1945 aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive angeht, so gehört Alexandra Tschirembel zu den herausragend ausgewiesenen Historikerinnen und dies übrigens seit über 27 Jahren, wenn ich richtig rechne, weil bereits die Magisterarbeit im Jahre 1995 sich in einer anderen Perspektive mit Ilse Koch beschäftigt hat. Alexandra Tschirembel ist seit 2015 Universitätsprofessorin an der Fernuniversität in Hagen. Sie leitet dort das Lehrgebiet Geschichte der europäischen Moderne. Geschichte und Germanistik studiert die Berliner Dissertation, die man ebenso bewundern kann wie das heute zu diskutierende Buch über die sogenannte Rassenschande, also die Ausführung der sogenannten Nürnberger Gesetze, eine Studie kurz gesagt über Antisemitismus und seine Umsetzung im Alltag. Sie ist später nach Stationen in den USA und Lehrstuhlvertretung an der FU zwischenzeitlich oder längere Zeit in Göttingen bei Rebecca Habermas als Assistentin gewesen, mit einem Forschungsschwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert und einer ebenso herausragenden Habilitation, wie ich meine, zum Thema Tabu und koloniale Entdeckung seit Captain Cook. Also das sind Arbeiten, die an der Schnittstelle zwischen Geschichtswissenschaft, Anthropologie, Gewaltforschung, Mikrogeschichte und historische Anthropologie liegen und auch immer mit Wissenschaftsgeschichte zu tun haben. Insofern haben wir eine herausragend qualifizierte Kollegin, um dieses Thema anzugehen. Ich bin gespannt auf die Vorstellung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Stefan, für diese sehr, sehr freundliche Einführung, die mich nahezu erröten lässt. Ja, es ist gewissermaßen 20 Jahre her, dass ich hier in der Topographie des Terrors meine Dissertation vorgestellt habe. Damals hat Reinhard Rürup die Arbeit noch vorgestellt. Ich habe, das hat Stefan kurz erwähnt, zum Thema Rassenschande promoviert, zur Geschichte des Alltagsantisemitismus im Nationalsozialismus. Ja, und dieses Buch, was ich heute präsentieren möchte, ist gewissermaßen lange in the making. Also ich habe es zufällig wieder aufgegriffen. Eigentlich befand ich mich historisch und auch historiografisch persönlich an einem anderen Ort, auch durch meine Tätigkeit in Hagen. Ich habe mich beschäftigt mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts, der Wissensgeschichte. Gut, nun bin ich hier, um Ihnen das Buch vorzustellen. Ich wollte kurz, gemeinsam überlegt, Stefan Malinowski und Erika Buchholz von der Topographie des Terrors. Ich würde gerne kurz etwas sagen zu Israel. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind, trotz dieser Ereignisse in Israel. Wir sind, denke ich, alle mit Gedanken bei den Opfern, bei den Familien, bei der Situation in Israel. Und sehr bewegt hat mich insbesondere auch, neben all den Bildern, die wir gesehen haben, auch die Gespräche mit Moshe Zimmermann, dem berühmten und bekannten Antisemitismusforscher im Deutschlandfunk, zu der besonderen Lage in Israel und zu der pogromartigen Ausschreitung am letzten Samstag. Nun möchte ich aber mein Buch vorstellen. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich darüber, dass ich Ihnen mein Buch Im Bann des Bösen, ein Kapitel deutscher Gesellschaftsgeschichte, vorstellen darf. Und natürlich freue ich mich auch auf das Gespräch mit Stefan Malinowski, den ich nach vielen Jahren wieder treffen darf. Als die NS-Funktionärin Gida Diehl im Februar 1932 in Dresden über das Schicksal der deutschen Frau sprach, kamen mehr als 1000 Zuhörerinnen. Ob die in Dresden geborene Ilse Köhler, spätere Ehefrau von Karl Otto Koch, Kommandant der Konzentrationslager Buchenwald und Majdanek, diese oder eine der vielen anderen Veranstaltungen der NSDAP in der sächsischen Landeshauptstadt besuchte, ist nicht überliefert. In ihrer Rede, ist das jetzt besser mit dem Ton? In ihrer Rede, die in einen brausenden Applaus mündete, betonte Diehl, dass auch die deutsche Frau vor einer Schicksalswende stehe. Im Jargon der Zeit warnte sie vor der Gefahr der Bolschewisierung der Frau und beschwor den Dreiklang Rasse, Blut und Boden. 3 Monate nach Diehls Auftritt in Dresden trat Ilse Köhler, 1906 geboren, in die Partei ein. Der Aufstieg der NSDAP als sichtbarer und einflussreicher Partei in Sachsen, das sich, so ein Historiker, in einem atemberaubenden Tempo vollzogen habe, prägte ihre Generation. Festzuhalten allerdings ist, dass Frauen in der NSDAP eine Minderheit von ca. 10% waren, obwohl die Partei für die Funktionärinnen eine Vielzahl von Aufstiegsmöglichkeiten bot und sie das Engagement, insbesondere für die nationalsozialistischen Frauenorganisationen, auch als Karriereschritt erfuhren. Über die Motive, ja, über die konkreten Umstände, wie Ilse Koch als junge Frau zur NSDAP gelangte, liegen uns keine weiteren Informationen vor. Möglicherweise erweist sich eine der wenigen Aussagen, die Ilse Koch im Rahmen ihrer Nachkriegsprozesse machte, mehr als zutreffend. Gegenüber der amerikanischen Militärbehörde, sie war bereits im Juni 1945 verhaftet worden, wurde sie vernommen und zu ihrer Rolle als SS-Ehefrau im Konzentrationslager Buchenwald befragt. Hier betonte Ilse Koch ihre nationale Gesinnung und dass sie eine normale Mutter gewesen sei. Diese Selbstbeschreibung Ilse Kochs wirft Fragen auf, wie auch der Sachverhalt, dass die ehemalige SS-Ehefrau von der Nachkriegsgesellschaft zum Bösen stilisiert wurde. Selbst die angesehensten Zeitungen der Vereinigten Staaten,
Die New York Times und auch die Washington Post charakterisierten die ehemalige SS-Ehefrau als Nymphomane, Bestie von Buchenwald, als Bitch of Buchenwald. Und auch das frühe Nachkriegsdeutschland fand drastische Worte über den Grausamkeitsgutachter, so ein psychiatrisches Gutachten. Kurzum, die Berichte über Ilse Koch hatte die Nachkriegsgesellschaften in den Bann gezogen, hunderte Zeitungsberichte, Aufrufe und Petitionen von Überlebenden des Konzentrationslager Buchenwald, Wochenschauen und auch Schriftsteller wie Ove Johnsen interessierten sich für die einstige SS-Ehefrau Ilse Koch und ihre Rolle im Konzentrationslager Buchenwald. In dem Buch Im Bann des Bösen, Ilse Koch, ein Kapitel deutscher Gesellschaftsgeschichte 1933 bis 1970, was hier vorne steht, interessierten mich vor allem zwei Fragenbündel. Erstens, wie kam Ilse Koch zur NSDAP und dann in die SS? Und welche Motivationsmuster lassen sich möglicherweise zur Beantwortung dieser Fragen herausarbeiten? Und wie lässt sich ihr Gewalthandeln beschreiben? Und zweitens, wie lässt es sich erklären, dass Ilse Koch neben einigen ausgewählten Nationalsozialisten wie etwa Adolf Eichmann zu einer der zentralen Verkörperungen des nationalsozialistischen Schreckens wurde? Wie unterschieden sich wiederum die Deutungen Ost und West und in den Vereinigten Staaten und im Nachkriegsdeutschland? Ich argumentiere in dem Buch, dass sich unmittelbar nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager um die historische Figur Ilse Kochs ein Negativmythos herausgebildet hat. Die Erzählung über Ilse Koch zog die Nachkriegsgesellschaft in den Bann und entgegen der weit verbreiteten Vorstellung, dass die unmittelbare Nachkriegsgesellschaft in Ost und West über die NS-Vergangenheit schwiegen, lässt sich anhand der Figur Ilse Koch zeigen, dass unmittelbar nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager im April 1945 durch die amerikanischen Truppen die Interpretation über die nationalsozialistischen Verbrechen und mit ihr die Arbeit an der Erinnerung einsetzte. In diesem Buch versuche ich zu zeigen, dass die mit der SS-Ehefrau Koch nach dem Zweiten Weltkrieg verknüpften Verbrechen wenig mit der historischen Person zu tun hatten. Die Rekonstruktion dieser vielfältigen Erinnerungslagen stellt einen Schwerpunkt des Buches dar und ist als transatlantische Verflechtungsgeschichte angelegt und erstreckt sich über die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte. Es setzt mit dem Moment ein, als die amerikanische Armee das Konzentrationslager Buchenwald im April 1945 befreiten und bewendet sich in weiteren Kapiteln den amerikanischen deutschen Prozessen gegen Ilse Koch 1947-48 und 1951 zu. Die letzten Seiten des Buches widmen sich ihren letzten Lebensjahren, in denen die ehemalige SS-Ehefrau als nunmehr zu lebenslanger Haft verurteilte Strafgefangene im Frauengefängnis Aichach von nationalsozialistischen Netzwerken, Stefan hat das kurz erwähnt, wie die Stille Hilfe unterstützt wurde und selbst in mehr als Dutzend Gnadengesuchen um ihre Entlassung kämpfte. Im September 1967 verübte Ilse Koch in ihrer Gefängniszelle Suizid. In diesem Zeitraum der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte konsolidierten sich die unterschiedlichen politischen Systeme in Ost und West, während zugleich eine grundsätzlichere Weichenstellung in der Frage stattfand, wie die Nachkriegsgesellschaft die von den Deutschen in der NS-Zeit begangene Ermordung von Millionen Männern, Frauen und Kindern ahnden würde. Über die historische Figur Ilse Koch liegen in amerikanischen und deutschen Archiven, in den Beständen von Zeitungen, tausende von Materialien vor. Diese Archivalien zu gewichten und mit den Instrumentarien einer Gesellschaftsgeschichte entsprechend zu analysieren, stellte eine Herausforderung bei dem Verfassen des Buches dar.
In den Nachkriegsjahrzehnten blieb der Kern der historischen Figur Ilse Kochs mit dem Fokus auf ihrer individuell hergeleiteten, als anormal charakterisierten, sadistischen Persönlichkeit dennoch erstaunlich persistent. In anderer Weise kompliziert stellte sich für mich die Rekonstruktion der Zeit Ilse Kochs in der Weimarer Republik und während des Dritten Reiches dar. Ausgehend von einem Aufsatz des Alltagshistorikers Alf Lüttke, der Bann der Wörter, Todesfabriken. Der Text inspirierte mich übrigens bei der Wahl des Buchtitels im Bann des Bösen, interessierten mich nicht nur die Beweggründe, weshalb Ilse Koch möglicherweise in die NSDAP eingetreten sein mag, sondern auch die Frage, wie sie ihre Rolle als Ehefrau im Konzentrationslager Buchenwald ausfüllte und welche konkreten Gewalthandlungen sie verantwortlich war. Eine Untersuchung dieser beiden Fragen erforderten eine intensive Spurensuche. Für die Rekonstruktion ihrer NS-Biografie liegen nur einige wenige Materialien vor. Die Mitgliedsbescheinigung der NSDAP aus dem Jahr 1932, das Heiratsgesuch bei der SS, diese hatte die Funktion, die SS als Blutsorden zu gewährleisten, aus dem Jahr 1936, den Entwurf einer Anklage des SS-Gerichts gegen ihren Mann und gegen sie selbst. Er wurde im Zuge des Verfahrens verurteilt, während Ilse Koch freigesprochen worden war. Und er wurde auch im Januar 1945 gehängt. Fotoalben und selbstverständlich die Berichte der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald. Diese Fotoalben möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Es liegen genauer zwei private Fotoalben vor, die den Aufstieg des SS-Führers Karl Otto Koch zum Lagerkommandanten innerhalb des nationalsozialistischen Systems der Konzentrationslager sowie das Leben seiner Familie in der SS-Führersiedlung dokumentieren. Ein persönliches Fotoalbum Karl Kochs sowie ein Album, das zur Geburt des Sohnes Artwin 1938 angelegt worden ist. Und hier sehen wir zunächst das Album von Karl Koch. Diese Fotoalben sind aus meiner Ansicht aus mehreren Gründen interessant. Die privaten Fotoalben Kochs bedienen sich einerseits dem etablierten Genre des Fotoalbums, um den eigenen gesellschaftlichen Aufstieg als bürgerliche Erfolgsgeschichte zu inszenieren. Außerdem wird das Leben der Familie Koch in der SS-Führersiedlung Buchenwald, die nur einige wenige Kilometer von dem Häftlingslager entfernt war, entlang der Erzählung von Normalität und Idylle geordnet. Manche von diesen Fotografien erzählen das Leben der SS-Familie wie einen Sonntagsspaziergang, in dem die Welt des Häftlingslagers wie eine Kulisse erscheint. Und die Fotoalben erzählen schließlich eine weitere Geschichte, nämlich sie sind verwoben mit der Nachkriegserzählung Ilse Kochs als lässiver Einzeltäterin. Die Fotoalben dienten den amerikanischen Ermittlungsbehörden als Beweismaterial, wie man auch an der Beschriftung sehen kann. Und die anzüglicheren Fotografien von Ilse Koch, etwa im Badeanzug aus dem privaten Fotoalbum, waren offenbar während des Prozesses an die Presse lanciert worden und wurden in amerikanischen Zeitschriften großflächig veröffentlicht. Ja, hier sehen wir Fotoaufnahmen, Fotografien der Reise kurz nachdem Ilse Koch und Karl Koch sich kennengelernt haben. 1934 lernten sie sich kennen und 1935 unternahmen sie Reisen nach Norderney oder auch an den Rhein, und das ist dokumentiert, und hier sieht man Bilder von den Havelseen. Das Koch-Album wurde von Karl Koch selbst angelegt. Die Fotos dokumentieren verschiedene Stationen des späteren SS-Kommandanten und es handelt sich oftmals um spontane Aufnahmen. Es sind Fotos von der Westfront überliefert, Fotos einer Theatergruppe in englischer Kriegsgefangenschaft vom Winter 1918-19. Sie zeigen den Sohn Manfred aus erster Ehe. Seit 1934 schlägt sich die Bekanntschaft mit Ilse Köhler auch visuell nieder.
Sie zeigen die Aufnahmen der gemeinsamen Reisen nach Norderney oder an den Rhein als junges Paar sowie die Fotografien der standesamtlichen Trauung sowie der SS-Weihe. Hier auf dem nächsten Foto sehen wir kommentiert, sagt die Bildlegende, nach der standesamtlichen Trauung wird die Fahrt von bezogenem halbfertigen Haus zum Hochzeitsschmaus angetreten und man sieht hier die Limousine, die gewissermaßen vorfährt. Besonders interessant für eine Historikerin ist das nächste Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, sind diejenigen Fotos, die aus den Alben entfernt worden sind. Die Legende, die schönen Tage von Esterwegen, die Sie hier lesen können, in Anführungszeichen gesetzt, immerhin, wirft Fragen nach dem Inhalt des Fotos auf, denn Koch war im Konzentrationslager Esterwegen einige Monate als Kommandant tätig, bevor sein Aufstieg innerhalb der Konzentrationslager SS erfolgte. Kurzum, das Fotoalbum dokumentiert die Aufstiegsgeschichte Karl Kochs in der SS und setzt sie in Szene. Bei einem zweiten Album, aus dem die nächsten Fotos stammen, handelt es sich um ein Fotoalbum, das Karl und Ilse Koch für ihren Sohn Artwin anlässlich seiner Geburt am 17. Januar 1938 anlegten. Auf der ersten Seite des Albums befindet sich eine handgezeichnete Rune. Es handelt sich um die vermeintliche Lebensrune, die dem Datum von Artwins Geburtstag auf dem ersten Blatt vorangestellt ist. Dieses Symbol unterstreicht die Zugehörigkeit zum Orden der SS bis in die nächste Generation. Das Artwin-Album ist auch deshalb interessant, weil es den Aufstieg von Karl und Ilse Koch innerhalb der SS als Arbeitspaar dokumentiert. Die Fotografien zeigen das Kommandantenhaus, das Interieur und große Autos. Wir sehen Karl Koch auf dem Pferd und Ilse im eleganten Pelz. In anderen Worten, nur wenige Schritte vom Häftlingslager entfernt, führte das Kommandanten-Ehepaar ein Leben im Luxus, den es in diesem Fotoalbum auch visuell inszenierte. Einige der Fotografien zeigen verschiedene Bereiche des Lagergeländes, außerdem gibt es Aufnahmen des Büros und der Möbel des Kommandantenhauses. Die Möbel wirken, wir werden gleich Bilder sehen von dem Interieur. Die Möbel wirken, als seien sie einem Katalog entnommen und veranschaulichen den zeitgenössischen Geschmack. Die Bilder wurden vermutlich vom Erkennungsdienst angefertigt, der einer der Großproduzenten von Fotografien im Konzentrationslager war und die meisten Fotos der Konzentrationslager erstellte. Für diesen arbeiteten zunächst SS-Männer, später vor allem deutsche Häftlinge. Seine wichtigste Aufgabe lag zunächst darin, die eingelieferten Gefangenen fotografisch zu erfassen. Zunehmend wurden die Aufgaben erweitert und der interne Fotodienst nahm ebenso Fotos von SS-Feierlichkeiten oder auch hohe Besuche aus der SS-Elite auf. Häftlinge, wir werden das gleich an den Legenden sehen, fertigten die Alben in der Buchbinderin ein, wo sie kunstvoll beschriftet und mit kleineren Zeichnungen versehen wurden. Ein überlebender Häftling berichtete, dass Karl Koch einer der Hauptkunden gewesen sei und vor allem Schwarzarbeiten in Auftrag gegeben habe. Würde das Artwin-Album nicht auch die Familie beim Spaziergang entlang der Barackenstraßen zeigen, erschien es wie das Geburtstagsfotoalbum einer durchschnittlich sich als bürgerlich einordnenden Familie. Ja, hier sehen wir eine Aufnahme von Ilse und Artwin Koch kurz nach seiner Geburt. Wir sehen des Weiteren Aufnahmen von der Familie Koch im Innenleben des Hauses. Sie zeigen das Interieur. Neben Artwin ist auch die Schwester Gisela zu sehen. Die nächsten Fotos, beiden Fotos, zeigen Spaziergänge bzw. Aufnahmen, Eindrücke auf dem Lagergelände. Der erste Schnee im Buchenwald im Hintergrund sieht man sozusagen die Kommandantur.
Ein weiteres Foto zeigt einen Sonntagsmorgen im Lager im April 1940, Karl und Ilse Koch, wie sie einen Spaziergang machen mit dem Sohn Artwin. Eine letzte Fotoserie zeigt Ilse Koch gemeinsam mit ihren Kindern Artwin und Gisela im Juli 1941. Kleine, kindgerechnete Zeichnungen oder auch Kommentare zu einem Bild der Mutter mit den beiden Kindern, das glückliche Klebert, rahmen die ansonsten steril wirkenden Fotografien, die auch einer modernen Frauenzeitschrift entnommen sein könnten. Die letzte Aufnahme des Artwin-Fotoalbums zeigt Ilse Koch vor einem Rosenstrauch im Garten des Kommandantenhauses. Die Fotografien sind nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald von der amerikanischen Armee gewissermaßen mitgenommen. Sie lagen vor bei den amerikanischen Prozessen. Hier sieht man auch an den Nummerierungen, dass sie Beweismaterial gewesen sind. Die Fotoalben ordnen das Leben der Familie Koch als Aufstiegsgeschichte und entlang der Matrix Idylle und Harmonie. Der Schrecken des Konzentrationslagers Buchenwald und die konkrete Verantwortung des Arbeitspaares Koch für die in Buchenwald begangenen Verbrechen bleiben ausgeblendet. Ich komme zum Schluss. Erinnerung und Normalität. Wir sehen hier Ilse Koch, wie sie im Rahmen des amerikanischen Militärtribunals den Zeugenstand betrifft, der Aufnahme von 1947. Im Jahr 1950 besuchte die Philosophin Hannah Arendt erstmals nach ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten Deutschland. Zur selben Zeit bereiteten der Augsburger Staatsanwalt Johann Ilko den Prozess gegen Ilse Koch vor, einen von der internationalen Presse beachteten NS-Prozess. Hannah Arendt, die Ilse Koch nie erwähnt hat, jedenfalls meines Wissens nicht, skizzierte nach ihrer Rückkehr in die USA ein wenig ratlos die Verfassung vieler Deutscher, die keine Reaktion auf das Geschehene zeigten. Dieser allgemeine Gefühlsmangel, so Arendt weiter, ist jedoch nur das auffälligste Symptom einer tief verwurzelten, hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen und sich damit abzufinden. Die Vorstellung, selbst Opfer gewesen zu sein, beziehungsweise normal die Handlungsräume des NS-Staates genutzt zu haben, haben viele nationalsozialistische Eliten für sich in Anspruch genommen, so auch die verurteilte Strafgefangene Ilse Koch, immerhin seit 1932 Mitglied der NSDAP und seit 1937 als SS-Ehefrau Mitglied des SS-Ordens. In ihren Briefen und in ihren Gnadengesuchen betrachte sie sich als Opfer einer Verschwörung, die von den überlebenden Häftlingen und ihren Verbänden initiiert worden seien. Derlei Verschwörungsfantasien verbreiteten sich in der westdeutschen Öffentlichkeit bereits mit den Nürnberger Prozessen. Die Langzeitwirkung dieser antidemokratischen Impulse sind nicht zu unterschätzen. Und doch sollten diese Narrative der Leugnung, die im Fall Koch immerhin von einem, wenn auch kleinen Netzwerk von Vereinen mitgetragen wurden, nicht als Schweigen oder als fehlende Aufarbeitung missverstanden werden, sondern als wesentliches Element der Erinnerungspolitik nach 1945. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. So, ne? Ja, vielen Dank, Alexandra. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen, die aufgreift, was du im Vortrag angesprochen hast, nämlich die Frage nach der spezifischen Faszination, die der Nationalsozialismus für Frauen oder für einige Frauen, für viele Frauen, für Millionen von Frauen haben konnte. Und kurzer Rückgriff auf meine eigenen 20 Jahre zurückliegenden Arbeiten über den deutschen und vor allem preußischen Adel. Damals war in meinen Studien ein Befund,
dass adlige Frauen überproportional häufig in die NSDAP eintreten. Das beginnt um 1930, das würde hier passen, und kriegt dann 1932, 33 Fahrt, nimmt Fahrt auf. Und anders als man vermuten könnte, sind das im preußischen Adel nicht die Ehefrauen, die von ihren Ehemännern mitgeschleift werden, oder die Töchter, die ihren Vätern folgen, sondern in vielen Familien ist es so, dass die Töchter zuerst diejenigen sind oder die Ehefrauen, die eintreten und die dann die jüngeren, älteren Brüder und die Ehemänner mitbringen. Nach meinen Schätzungen ist das im Adel sechsfach überrepräsentiert, und ich selber und soweit ich weiß auch kein anderer Historiker hat dafür irgendeine Erklärung. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, du zitierst das im Buch, eine Rede Heinrich Himmlers, als er die SS erklärt und sagt, wir sind ein Orden, also der Begriff Orden ist ja zentral, wir sind der neue Adel, wir sind ein Adel, der immer wehren wird. Adel hat mit biologischer Weitergabe von bestimmten Merkmalen zu tun oder jedenfalls mit der Fiktion. Und die SS als Männerbund stößt in Sachen Fortpflanzung, fortpflanzungstechnisch an gewisse Grenzen, wenn nur Männer dabei sind. Also man braucht auch Frauen. Und in deinem Buch nennst du die Zahl von 240.000 SS-Ehefrauen, was eine gewaltige Zahl ist. Also im Selbstverständnis der SS gehören eben nicht nur die SS-Männer, sondern auch die SS-Frauen dazu, die in diesen neuen Adel praktisch hineinwachsen. Wenn man wie Ilse Koch aus einem sehr bescheidenen Hintergrund kommt, wenn ich das richtig erinnere, ist der Vater eine Art Hilfsmechaniker und sie hat eine Art Sekretärinnenausbildung, ist imaginär und auch faktisch damit ein immenser Aufstieg verbunden oder kann damit verbunden sein. Meine Frage ist, diese materielle Ebene, die man aufzählen kann, und du machst das im Buch ja auch sehr stark und sehr plausibel, das geht über Kleider und Nerze und eine Villa und ein Auto und ein Luxusleben. Womit würde man oder womit würdest du, und dann vielleicht zweigeteilt, einmal für Ilse Koch selbst und breiter gefasst für, wenn man einen Typus bilden kann, was ist spezifisch attraktiv an dieser doch eigentlich extrem frauenfeindlichen, misogynen Ideologie und Praxis des Nationalsozialismus? Okay, herzlichen Dank für die Frage, oder fürs Fragenbündel. Das sind ja gleich ganz unterschiedliche Punkte, wo man ansetzen kann. Ich würde tatsächlich diese Selbstaussage Ilse Kochs ernst nehmen, die sie bereits im Juni 1945 gemacht hat, nämlich sie räumte sich selbst eine nationale Gesinnung ein. Und in der Tat würde ich das, also diese Frage von Nationalismus, Nationalisierung, Antisemitismus, Rassismus als einen zentralen Strang bei Ilse Koch und auch bei anderen Anhängerinnen der NSDAP tatsächlich so einschätzen. Bei Ilse Koch kann man tatsächlich auch beobachten, dass diese, also in späterer Lebensphase, ich hatte ja berichtet in der kurzen Einführung zum Buch, dass uns vergleichsweise wenig Material, Selbstaussagen von Ilse Koch zur NSDAP und zur Motivation vorliegen. In den späteren Aussagen von Ilse Koch und Korrespondenzen kann man durchaus eine antisemitische Weltanschauung beobachten. Also dies würde ich als einen Strang tatsächlich beschreiben. Und dann, so hat es bis darauf eingegangen, auf die Faszination des Adels und auch insbesondere bürgerlicher Kreise von Frauen, insbesondere auch von protestantischen Frauen, in den Vereinen gewesen sind gegenüber dem Nationalsozialismus. Also die NS-Ideologie stellte für diese Frauen auch sowas wie ein Emanzipationsangebot dar. Und tatsächlich, es gibt auch Untersuchungen, die diese Führungsgruppe in der NS-Frauenschaft untersuchen, und sie beschreibt dass diese Frauen, also diese gesellschaftlich höheren Schichten zuordneten Frauen, diese Tätigkeiten in der NS-Frauenschaft durchaus im Sinne von Führungs- und Organisationstalent umsetzen. Also es bot sozusagen ein Modernisierungspotenzial. Und dann würde ich noch bist eingegangen auf diese Frage nach der besonderen spezifischen Stellung der SS in diesem Kosmos. Und und ich denke, diese besondere Stellung von Frauen in diesem Kosmos der SS
muss ernst genommen werden als tatsächlich Teil und Umsetzung einer rassistischen Ordnung, die Ilse Koch und ihre Familie im Konzentrationslager wie auch die anderen SS-Ehefrauen, SS-Paare versucht hatten zu leben. Wobei man muss natürlich auch sagen, dass diese Figur der Ilse Koch auch eine brüchige, und das macht vielleicht einen vierten Komplex aus, eine brüchige Figur war, so scheint es mir, dass nämlich die für eine junge Generation von Frauen der Nationalsozialismus auch attraktiv war, weil er eben Modernisierungsangebote tatsächlich machte. Also wenn man in die Zeitung guckt, die NS-Frauenwache, erwartet man klischeehafte Vorstellungen von Mutterbildung, Bilder und Stilisierung, aber in Wirklichkeit findet man oftmals eben auch Inszenierungen von Kleidung, Modernität, und also das Bild auch der NS-Frau ist auch in den nationalsozialistischen NS-Publikationen durchaus komplexer, als man das zunächst vermuten könnte. Also vielleicht ließe sich dem Komplex der Modernisierung anschließen, sagen, dass Teile der rassistischen Grundpolitik des Regimes, die Eugenik, die gesamte Rassenbiologie in dem Zeitpunkt 20er, 30er, 40er Jahre als Top-Notch der Naturwissenschaften gelten und als hochmodern. Und an dem Punkt würde ich gerne nochmal zurückfragen, inwiefern diese Biologisierung und diese biologischen symbolischen Angebote, also die symbolische Wertschätzung, Huldigung, müsste man wohl sagen, des weiblichen Körpers für seine biologische Fähigkeit, Leben zu schenken, was in einer rassistisch, rassenbiologisch definierten Gemeinschaft, die Gemeinschaft definiert, aber eben immer auch definieren muss, wer nicht hinzugehört, also unter bestimmten Bedingungen, wenn man bestimmte biologische Kriterien, äußere Kriterien erfüllt, die Ilse Koch erfüllt hat. Es gibt ja eine Prüfung, die Ahnenprüfung bei den Männern bis 1750 zurückgeht in der SS, bei den Frauen nur bis 1800. Ob diese Huldigung des weiblichen Körpers, der weiblichen Schönheit, der biologischen Körperlichkeit und Verschiedenheit der Geschlechter, ob man das vielleicht bis in Ilse Kochs rare Selbstaussagen hinein nachvollziehen kann, dass das ein Angebot war, was als modern und attraktiv galt für sie und für viele andere. Also das ist eine interessante Interpretation und sicherlich spielte, also wenn man jetzt die Materialien, also des SS-Ehegerichtes, dass es sich genauer anschaut, das sind ja richtige Konvolute von Akten und Materialien, die das Rasse- und Siedlungshauptamt bei so einem SS-Eheantrag oder beim Verlobungsgesuch zu prüfen hatte. Du hast hingewiesen auf die Urkunden, die beschafft werden mussten, aber es wurden neben diesen Urkunden auch rassenbiologische Gutachten erstellt. Es wurde gewissermaßen eine Selbstbeschreibung neben dieser rassisch-medizinischen Kategorisierung gab es sozusagen auch ein Abrufen der mentalen und ideologischen Verortung, und in dem Rahmen dieses Verfahrens verortete Ilse Koch sich, so spärlich diese Materialien sind, aus dieser Phase 1936 in diesem Mikrokosmos. Aber auch wenn man jetzt an dieses Fotoalbum aus dem Jahr 1938 sich erinnert, also ich habe Ausschnitte gezeigt, die SS-Lebensrune zur Geburt des Sohnes Artwin 1938 ist eine wirkungsmächtige Symbolsprache, die aber eben nicht zufällig platziert ist. Und Ilse Koch und die Familie, ihre Familie, aber auch die anderen SS-Ehefamilien haben sich innerhalb dieses Mikrokosmos situiert. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Debatte, die ich als, oder nicht ich alleine, als Historikerinnen-Debatte bezeichnet hatte. Die Bezeichnung
spielt einmal mit dem bekannteren Historikerstreit von 1986 und sie heißt auch deswegen Historikerinnendebatte, weil sie mehrheitlich oder fast ausschließlich von weiblichen Historikern, also von Historikerinnen geführt wurde, die mehr oder weniger deutlich mit verschiedenen Strata der feministischen Geschichtswissenschaft verbunden waren. Das beginnt um 1989 und ist eine Zeit lang eine sehr wichtige, sehr lebhafte Debatte gewesen. Gibt es eine Möglichkeit, dein Buch und deine Beschäftigung mit Ilse Koch und mit diesem, wenn man versucht, sie als Typus zu fassen, in diese Debatte einzuschreiben? Also zwei der wichtigen Kolleginnen, die das geführt haben, Gisela Bock, die hier in Berlin lange Professorin war, und Claudia Kohns aus den USA mit einem Buch mit dem, wenn ich das richtig erinnere, Titel Mothers in a Fatherland, also Mütter in einem Vaterland, die eben versucht haben, die Stellung von Müttern und Frauen und von Weiblichkeit im Dritten Reich nochmal neu zu fassen und neu zu definieren. Da geht es, wenn man es extrem vereinfacht, auch um ein Opfer-Täter-Bild und um die Frage, ob man, und das hat man in einem älteren, früheren Teil, in einem Teil der feministischen Literatur getan, praktisch die Frauen insgesamt als Opferfigur denkt und sagt, eigentlich sind die Frauen die ersten Opfer dieses Regimes. Und wenn man das, wie Gisela Bock das getan hat, zum Beispiel am Komplex der Zwangssterilisierung zeigt und sagt, es geht eigentlich um eine männliche Herrschaft über den weiblichen Körper, dann ist das auch sinnvoll. Wenn man hätte versucht zu sagen, die Ausübung physischer Gewalt ist natürlich sehr, sehr, sehr hochgradig männlich, also praktisch und theoretisch konnotiert. Man kann das eben auch anders sehen. Also meine Frage wäre, wenn du versuchen würdest, diese Figur und deine eigenen Forschung zu dieser Frau einzubetten in diese Historikerinnen-Debatte und um die Frage von weiblicher Schuld und Verantwortung und praktisch der weibliche Platz innerhalb der NS-Gewaltherrschaft. Wenn du versuchen würdest, das stärker zu generalisieren und größer zu ziehen, das Bild, was käme dann raus? Ja, vielleicht sollte man erstmal nochmal sich zurückerinnern, wie eigentlich diese Debatte in den 90er Jahren geführt worden ist. Sie war ja sehr polemisch und auch lebhaft. Du hattest die beiden Protagonistinnen erwähnt, Claudia Kohns und Gisela Bock. Und es standen sich unterschiedliche methodische Ansätze zu diesem Zeitpunkt unversöhnlich gegenüber. Gisela Bock hat dieses Buch zur Zwangssterilisation, das ist eine sehr, sehr gute, wichtige Studie, vorgelegt, während Claudia Kohns ein etwas luftigeres Buch vorgelegt hat mit einer anderen Programmatik, nämlich sie hatte damals, also in den 90er Jahren, versucht, die Rolle von NS-Frauen überhaupt in den Blick zu nehmen. Das heißt, diese beiden unterschiedlichen Beiträge zu dieser Debatte haben einen ganz anderen Ausgangspunkt und auch eine ganz andere methodisches Vorgehen, während Gisela Bock sehr an strukturalistischen Fragen, sie war ja hier in der TU und auch dann an der FU, in der Bielefelder Schule, an strukturalistischen Fragen interessiert war, an der Gesellschaftsgeschichte, war Claudia Kohns mehr daran interessiert, sichtbar zu machen, wie Frauen Handlungsspielräume nutzten. Und ich habe heute mich noch mal wieder reinbegeben in dieses Buch von Claudia Kohns. Ich hatte es lange Jahre, also viele Jahre, viele Jahrzehnte nicht mehr in der Hand. Und damals fand ich das eine sehr schwierige Publikation, weil sie der Scholz-Klenk, nämlich der NS-Frauen, der Führerin der NS-Frauenschaft, meines Erachtens damals auch ein bisschen insofern auf dem Leim gegangen war, als sie das als faszinierende Biografie verfasst hat. Also ein erstes Kapitel ist ein Interview mit der Scholz-Klenk sozusagen gewidmet. Was sie aber dann macht, und das finde ich interessanter, als ich es damals fand, weil ich konnte das noch nicht so würdigen, glaube ich, ist versucht, diese Fragen zu stellen, die wir jetzt auch diskutieren, nämlich welche Gruppen von Frauen haben ein Faszinosum, nicht nur ein Faszinosum gegen der NSDAP gehabt, sondern waren Teil dieser NSDAP. Sie erwähnt, Claudia Kohns, bereits in dieser frühen Arbeit in den 90er Jahren, das, was du eben erwähnt hast, dass der Adel eben eine besondere Rolle spielte, das finden wir eben alles schon bei Claudia Kohns. Und wenn man jetzt versucht, also diese Auseinandersetzung war sicherlich damals ein Impuls, mich mit dieser Frage der Ilse Koch zu beschäftigen.
Ich habe 2001 einen Aufsatz geschrieben mit in German History und mir schien damals, dass ich diese Arbeit an dem Buch und oder die Arbeit an dieser Figur abgeschlossen hatte, weil ich den Eindruck habe, zu dem Zeitpunkt hatte, dass diese Hauptpunkte, die ich damals machen wollte, nämlich wie ist Ilse Koch als SS-Ehefrau genau zu verorten in dem Mikrokosmos des Konzentrationslagers Buchenwald. Ich hatte den Eindruck, dass ich diese Frage beantwortet habe, nämlich als Teil der Verflechtungsgeschichte zwischen den unterschiedlichen, dem SS-Milieu, als Arbeitsbeziehung zwischen Ilse und Karl Koch, als Leben im Luxus. Mir schien es aber sozusagen nochmal eine erneute Beschäftigung lohnenswert zu sein, indem nämlich andere Fragen gestellt werden. Die Fragen mit der historischen Anthropologie, die näher versucht, also methodisch auch näher versucht, an die historischen Akteure heranzugehen und versucht, die Gewaltkonstellation einerseits während des Nationalsozialismus aufzuarbeiten und andererseits eben auch die unterschiedlichen Erinnerungslagen in den Blick zu nehmen. Das heißt, die knappe Antwort auf deine Frage ist, ja, diese Debatte spielte eine wichtige Rolle. Ich würde aber heute mit Hilfe von Claudia Kuhns, die ich erst jetzt wieder gelesen habe, andere Fragen stellen, als ich sie im Jahre 1995 gestellt habe. Und wir wissen ja beide, dass in diesen letzten 20 Jahren sehr viel geschehen ist in der Täterforschung und Täterinnenforschung. Und wir haben ja jetzt auch einen Historikerstreit 2.0, zu dem du neulich dich ja auch geäußert hast. Okay, von dort vielleicht nochmal, also von den Ereignissen zur Erinnerung und von der Person zur Figur, wie ich versucht hatte, das zu nennen. Das kann man ja in der historischen Forschung, Darstellung auseinanderhalten. Also die Entstehung der Figur, da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Und das ist sicherlich unter den vielen faszinierenden Elementen des Buches für mich der faszinierendste gewesen, die Entstehung der Figur und die verschiedenen Facetten, die ihr zugeschrieben werden in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Zeitschichten. Also dass der Begriff der Bitch in der amerikanischen Presse relativ früh und stark präsent, pervers, Perversion als Wort kommt immer wieder vor, Nymphomanin kommt vor, sie sei aufreizend gekleidet gewesen, sie habe, das ist wohl auch faktisch richtig, verschiedene sexuelle Affären mit anderen Männern gehabt in dem Konzentrationslager und hinterher, sie gebiert in amerikanischer Haft ein uneheliches Kind. Und es ist insgesamt eine extrem starke misogyne Sexualisierung dieser Figur vorhanden, die jeden von Ihnen und uns, die hin und wieder mal auf die Bildzeitung schauen, erinnert an die Art und Weise, wie heute in der internationalen Gutter Press und in Deutschland wäre sicherlich die Bildzeitung die wichtigste Adresse, Ereignisse sexualisiert und darstellt. Also eine Form von primitivem Voyeurismus, ich glaube, das verwendest du auch den Begriff des Voyeurismus, Alkohol kommt übrigens auch noch dazu, also sie hatte wohl auch ein Alkoholproblem. Also alles, was man sich so vorstellen kann in den Vorstellungen der 50er Jahre, kreieren diese Figur. Und meine Frage wäre jetzt vielleicht zweigeteilt. Zum einen, wie weit, würdest du sagen, ist diese Figur von der realen Person entfernt? Ja, in dem Buch bleibt, finde ich, so ein bisschen offen. Also man kann relativ, das Problem haben wir ja methodisch immer. Wir können sagen, welche Figur entsteht, aber wenn wir dann sagen sollen, ist das jetzt richtig oder falsch, dann kommen wir oftmals in Schwierigkeiten. Das ist hier, fand ich auch so. Und das Zweite ist, ob man differenzieren kann zwischen einer westdeutschen, ostdeutschen und amerikanischen Figurproduktion. Man könnte sicher eine britische, französische leicht noch hinzufügen. Also ob international und national und diese beiden Deutschlands, die gegeneinander stehen in ihren unterschiedlichen, kochenden Interpretationsangeboten, was für einen Sinn man jetzt machen soll aus dieser Veranstaltung Drittes Reich, wie dieses Gefüge, was man dazu vielleicht noch ausführen könnte. Ja, herzlichen Dank. Ich versuche erstmal auf die erste Frage einzugehen, nämlich auf das Spannungsverhältnis zwischen Figur und historischer Person. Geht das jetzt? Ist das besser? Ja, ich habe das Mikro jetzt auch ein bisschen
lauter gemacht und ich werde jetzt auch ein bisschen näher herangehen. Ich bin danach gefragt worden nach dem Spannungsfeld zwischen oder das Spannungsverhältnis zwischen historischer Figur und Person. Und es hat sozusagen noch eine weitere Facette, dass die historische Person Else Koch versucht hat, sich im Zuge dieser Nachkriegsverhandlungen und Prozesse immer wieder selbst neu zu erfinden. Das heißt, wir haben auch darüber noch gewissermaßen einen weiteren Strang. Ich würde aber sagen, dass ich versuche, mit dem Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager, mich der Figur zu nähern. Und die Figur ist so, wie du beschrieben hast, eng, sehr stark sexualisiert. Sie wird in Ost und West und auch mit den Vereinigten Staaten anders sexualisiert. Aber das ist sozusagen ein entscheidendes Moment, dass sie eine sadistische Einzeltäterin, die zudem auch noch besondere sexuelle Neigungen hegt. Was aber auch noch wichtig ist für diese Kreierung der Figur im Moment der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager, ist etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber was mit der Else Koch immer wieder auftaucht, ist die Verbindung zwischen Else Koch als NS-Täterin und dem sogenannten Tätowierungskomplex. Und in dem Buch und ich habe mich auch angeschlossen an dem, was bereits schon an Forschung in der Gedenkstätte Buchenwald vorliegt, kann eben nicht rekonstruiert werden, dass Else Koch mit diesem Tätowierungskomplex in einem Zusammenhang steht. Tätowierungskomplex ist ein Begriff der NS-Verfahren, wohl aber ist nachgewiesen, überliefert, auch durch die NS-Prozesse, dass es eben zu einem regen Austausch von Tätowierungen gekommen ist. Also das heißt, es gibt sozusagen einen Moment der Fiktionalisierung der Figur Else Koch schon in einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich in dem die Erinnerungspolitik anfängt, nämlich im Juni 1945 oder eigentlich schon im April 1945 im Moment der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Was vielleicht noch wichtig ist, ist für die Erinnerungsgeschichte, ist, dass Häftlingsaussagen, insbesondere auch durch Eugen Kogon und anderen, gesammelt worden sind, um die Realitäten, also erste Zeitzeugenaussagen vom April 1945, um über Gedächtnistexte vorzulegen, aber auch über die Prozesse des Konzentrationslagers überhaupt Wissen zu generieren. Und in diesen Berichten, die ich ausgewertet habe, spielte Else Koch schon in sehr frühen Erzählungen eine Rolle, sodass wir vermuten können, das ist also vor der Medialisierung der Figur, dass vieles, was dann auch von den Überlebenden in verschiedenen Kontexten berichtet worden ist, auch einen sogenannten wahren Kern hatte, nämlich die Gewalthandlungen, für die sie dann eben auch zur lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Die zweite Frage bezog sich auf die unterschiedlichen Rezeptionen von einerseits in diesem transatlantischen Gefüge und andererseits zwischen Ost und West. Und man kann in diesem transatlantischen Gefüge, du hattest zitiert The Bridge of Buchenwald, sagen, dass die Sexualisierung der Else Koch, also es ist nicht nur eine amerikanische Verbindung, aber das ist eine sehr starker Plot, auch insbesondere angefeuert durch die mediale Inszenierung, also das, was ich aus dem Fotoalbum gezeigt habe, taucht dann plötzlich in den großen Magazinen wie Life und anderen Zeitschriften auf. In der DDR kann man sagen, oder in der SBZ und dann DDR kann man sagen, dass es zunächst eine sehr intensive mediale Debatte über
Ilse Koch gegeben hat, bis sozusagen zu dem Zeitpunkt, als der Prozess nach Deutschland kam, in die Bundesrepublik kam, Entschuldigung, der Nachkriegsprozess gegen Ilse Koch wurde in Augsburg geführt und danach, also es ist natürlich auch die Situation des Kalten Krieges, verlieren sich die Erzählungen über Ilse Koch bemerkenswerterweise, die vorher immer wieder als Kommandeuse tituliert worden war, nämlich als Urheberin des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems, aber eben auch insbesondere verantwortlich für die Verbrechen im Buchenwald. Also dieser Begriff der Kommandeuse spielte für die Rezeption in der SBZ und eben auch in der DDR eine besondere Rolle. Also mir leuchtet in dem Buch und jetzt in deinen Ausführungen ein, dass die Konstruktion, die Konzentrationslager und damit sei die NS-Herrschaft, sei ein Gebilde gewesen, was im Kern, und das konnte man natürlich, wenn man wollte, aus diesen Prozessen herauslesen, sei ein Gebilde gewesen, was im Kern von Sadisten und Perversen und von kriminellen, kranken Menschen geleitet worden sei. Also Wahnsinn und Psychiatrisierung wäre noch eine andere Ebene. Das ist in den 1950er Jahren natürlich für alle Zeitgenossen dann eine gute Nachricht, die sich selbst nicht als pervers und nicht als Sadisten sehen, und daraus folgt praktisch eine Form der Selbstentschuldigung, wenn man sagen kann, das war eine Veranstaltung der Perversen. Umgekehrt wäre für die DDR, wenn man nachweisen könnte, dass in der DDR dieser Diskurs schwächer war, für die DDR ist der Nationalsozialismus ja keine Veranstaltung der Perversen, sondern des Finanzkapitals. Insofern braucht man eine andere Erzählfigur dafür. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem, was du jetzt Tätowierungskomplex. Nicht alle im Raum werden das kennen. Ich kannte das als Kind, weil wo ich in West-Berlin aufgewachsen bin, der Vater meines besten Spielfreundes, da werde ich 5, 6, 7 gewesen sein, uns immer diese Geschichte erzählt hat. Ilse Koch habe, oder den Namen kannte ich wahrscheinlich damals nicht als Kind, Lampenschirme gehabt, die aus tätowierter, von den Häftlingen abgezogener Menschenhaut angefertigt worden sind, worden sein. Und das hast du ja in dem Buch sehr, sehr intensiv durchgespielt, diese Erzählung, und kommst, wenn ich richtig verstehe, dazu, dass man die Faktizität dieser Erzählung nicht eindeutig auflösen kann. Wahrscheinlich hat es das in der Form nicht gegeben, jedenfalls war sie daran nicht beteiligt. Ihr wird das aber zugeschrieben. Für mich war, ich habe das als Kind als wahrscheinlich eine der ersten Erzählungen über Nationalsozialismus, und das hat mich natürlich unglaublich beeindruckt. Als Kind, 50 Jahre später, kommst du jetzt mit dem Buch und sagst, es war zum Glück anders. Was ist die Funktion dieser Erzählung? Also wie würdest du deuten, dass diese Menschenhauterzählung immer wieder vorkommt, und wie deutet man die sehr starke Sexualisierung der Figur? Würde man sagen, das ist eine Form von Entertainment fürs Massenpublikum? Erscheint mir wenig plausibel, weil das in den 50er Jahren schon alle Gesellschaften der westlichen Welt oder der Welt nach Erklärungen suchen. Und wenn man jetzt feststellt, eine dieser Hauptfiguren, die durch die Medien getrieben wird, wird in dieser Form sexualisiert, dann wäre für mich die Frage, und die ist wahrscheinlich sehr schwer zu beantworten, warum macht man das, warum entsteht das, was ist die gesellschaftliche, analytische Funktion davon? Okay, ich würde gerne nochmal auf diesen Einwand, deinen Einwand zur DDR-Erzählung oder VVN, oder ist auch eine VVN-Erzählung, also zur Erzählung der SPZ, die auch eben eine VVN-Erzählung über Ilse Koch, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Es gab also unterschiedliche Akteure, die das Bild Ilse Kochs in Nachkriegsdeutschland auch in der SPZ und dann in der DDR geprägt haben, und einerseits gibt es eben diese prominente Erzählung durch Finanzkapitalismus, das hattest du eben erwähnt, aber gleichzeitig, was erstaunlich ist, ist eben, dass diese Figur Ilse Koch eben auch als diese sexualisierte Dimension des verbrecherischen Handelns wird eben an dieser Figur durchexistiert. In dieser Hinsicht bleiben sich sozusagen die Erzählung, auch wenn die Rahmung eine andere ist, die Rahmung sozusagen Finanzkapitalismus und im anderen Kontext ist es möglicherweise eine Verführung der Massen gewesen, ist sozusagen, spielt diese Frage der Sexualisierung eine zentrale Rolle. Ja, und warum wird diese Sexualisierung so wachgehalten? Was bedeutet das eigentlich für die Erzählung? Also
Ich würde zwei Antworten geben. Eine Antwort ist, also es geht in diesem Tätowierungskomplex, geht es ja um ein besonders monströses Handeln, ein Gewalthandeln. Und ich denke, dass über diese Erzählung dieses Gewalthandelns, dieses, die Dimensionen dessen, was passiert ist an nationalsozialistischen Schrecken, gewissermaßen gebannt wird und kondensiert wird in ein Bild, was sozusagen auch ein individuelles Handeln, also ich möchte das jetzt nicht durchdeklinieren, welche Gewalthandlung damit abgerufen worden oder welche Fantasien über Gewalthandlungen abgerufen worden, aber das scheint mir ein prominentes oder wirkungsmächtiges Bild zu sein. Und bei dem anderen Punkt bin ich mir nicht so sicher, ob ich dir zustimme. Also was ist die analytische Funktion? Und ich würde sagen, die Erzählung, das ist die Funktion. Also immer wieder zu erzählen in dieser sich auch wiederholenden Weise, dass, also ich habe das in dem Buch als Reinheitserzählung beschrieben, dass die Erzählung über Ilse Koch die Funktion einer Reinheitserzählung für die für die Nachkriegsgesellschaft gewissermaßen, also die Bedeutung einer Reinheitserzählung hat. Und das würde ich schon unterstreichen wollen, dass dieses Abrufen, also diese immer wieder gleiche Erzählung, diese visuelle Inszenierung dieser gleichen Erzählung im unterschiedlichen Kontext, das ist die Funktion. Also wenn man gewissermaßen an Foucaults Arbeiten denkt über Sexualität, dann ist die Erzählung sozusagen, hat die Bedeutung, diesem Geschehen näher zu kommen. Und ich würde es als eben Reinheitserzählung, als Begegnung mit der Verantwortung interpretieren. Ich würde noch mal versuchen, generell zu fragen über die Erinnerung von Frauen in der frühen Bundesrepublik und über die Erinnerung an Frauen. Also ich hatte die Figur Margarete Himmlers am Anfang. Das sind ja im Grunde auch Forschungen und Erzählungen, die erst viel später kommen, die in den 50er Jahren in der Form noch nicht so präsent sind. Könnte man vielleicht sagen, dass Frauen und die Art und Weise, wie Frauen versucht haben, sich selbst zu erklären und wie sie von ihren Anwälten zum Beispiel vor Gericht verteidigt wurden und wie sie in dem Teil der deutschen Gesellschaft, die diesen Frauen mit Verständnis begegnen, entschuldigt wurden, dass die eine spezifische Funktion für die deutsche Gesellschaft in den 50er Jahren erfüllen, und zwar dergestalt, dass man anhand der Frauen auf mindestens drei Ebenen Argumente machen konnte für eine Nichtverantwortlichkeit. Das erste ist Unkenntnis, also zu sagen, ja, ich war die Ehefrau eines SS-Lagerkommandanten, aber ich wusste gar nicht so genau, was sie da machen. Ja, oder Margarete Himmler bei ihrer Verhaftung, die sagt, mein Mann war Polizist, sie weiß gar nicht, was die Leute heutzutage gegen Polizisten haben, sie waren überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt. Und wir wissen aus der Postkartenforschung und aus anderen Dingen, dass es unglaublich schwer ist nachzuweisen, was jetzt präzise die Frauen an der sogenannten Heimatfront wussten von den Erzählungen ihrer Ehemänner oder ihrer Söhne, die von der Ostfront zum Beispiel wiederkamen. Also das erste ist Unkenntnis. Dann wäre vielleicht eine zweite Subebene, dass die Figur der Verführung, also Frauen seien aus biologischen oder anderen Gründen leichter verführbar als Männer. Das ist ja eine Erzählfigur, die in den 50er, 60ern sehr stark ist und seien deswegen anfällig gewesen, aber damit im Grunde auch unschuldig. Wer verführt wird oder manipuliert wird, kann sich auf Unschuld berufen. Das zweite ist das Moment der Machtlosigkeit. Also selbst wenn wir gewusst hätten, hätten wir nichts tun können. Und selbst wenn wir führende Positionen innerhalb der NS-Frauenschaft oder im Bund Deutscher Mädchen oder in anderen Frauenorganisationen hatten, waren die eigentlichen Hebel der Macht fern von unseren Händen. Das ist ja auch in den meisten Fällen nicht ganz falsch. Und die dritte Ebene wäre die Reklamierung eines eigenen Opferstatus. Und wenn Sie jetzt mal die Zeit durchgehen der letzten 20 Jahre, in denen die Deutschen angefangen haben, sich nochmal als Opfer selbst zu entdecken, ich denke an die Bücher über den Bombenkrieg, also die Bombardierung deutscher Städte, die natürlich vor allem weibliche Zivilisten und Kinder treffen oder vielfach. Ich denke an den Komplex der Flucht aus dem Osten und die vielen Bücher, die wir vor 20 Jahren hatten über
Hunderttausende, Millionen von Opfern der Flucht aus dem Osten. Ich denke an Günter Grass' Buch über die Versenkung der Wilhelm Gustloff mit über 9000 Toten in der Ostsee, torpediert von einem sowjetischen U-Boot mit über 9000 Toten, wenn ich richtig erinnere, und eben auch vor allem Frauen, Kinder. Und ich denke natürlich an den Komplex der Vergewaltigung, vor allem im Kontext der Roten Armee und ihre Einnahme der östlichen Gebiete Deutschlands. Wenn man diese Dinge zusammenzieht, dann konnte man, also das wäre meine Frage, ob man praktisch anhand dieser weiblichen Perspektive aufs Reich, aus der man viel plausibler aus der männlichen sagen konnte, eigentlich aufgrund dieser vier Ebenen, tut uns leid, aber wir konnten gar nichts anderes machen. Ob das vielleicht eine Erzählfigur war, von der letzten Endes auch die Männer, die diesen Diskurs ja mehrheitlich herstellen, weil die meisten Journalisten und die Rechtsanwälte und die Staatsanwälte und die Richter sind ja Männer, im Endeffekt profitiert haben, obwohl eigentlich ja, das Spielmaterial weiblich ist, aber was dabei rauskommt, ist praktisch eine Entschuldung der Gesamtgesellschaft. Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. In dem letzten Kapitel des Buches versuche ich genau dieser Frage nachzugehen und versuche die unterschiedlichen Erinnerungskonstruktionen von weiblichen NS-Führungspersonal nachzugehen, aber eben auch die Korrespondenzen, die überlieferten Korrespondenzen Ilse Kochs zu analysieren und eben auch ernst zu nehmen. Und ein Argument in diesem Kapitel ist, dass Ilse Koch, das war ja auch am Schluss des Vortrages, habe ich darauf hingewiesen, dass diese Opferimagination ganz zentral ist. Und ich würde sagen, dass diese Opferimagination nicht nur vorgebracht worden, sondern ein zentrales Motiv dieser eigenen Einordnung des nationalsozialistischen, also des Lebens der Frauen während des Dritten Reiches, ist einerseits Opfer, einerseits wehrlos gewesen sein, aber was wehrlos gewesen zu sein, und andererseits scheint mir aber auch noch zentral zu sein, nämlich dass Frauen, und so ist auch die Erzählung der Männer, eben verantwortlich sind, gewesen sind für die sogenannte private Sphäre. Also das, was du jetzt beschrieben hast als Unkenntnis und ja gewissermaßen draußen gewesen zu sein, würde ich sagen, das ist die private Sphäre. Wenn man jetzt nochmal an dieses Buch von Claudia Kohns, was ich jetzt ganz interessant fand, zurückdenkt. Sie greift in diesem Buch von vor 20 Jahren genau diese Frage auf, inwieweit die private Sphäre als das Politische zu verstehen ist. Und die private Sphäre als unpolitisch zu interpretieren, ist eben ein Angebot, ein Deutungsangebot für die Nachkriegsgesellschaften gewesen. Vielleicht meine letzte Frage, bevor ich das dann gerne öffnen würde für Fragen aus dem Publikum. Ich würde gerne dich fragen nach dem Eichmann-Prozess, nach dem Jerusalemer Eichmann-Prozess am Anfang der 1960er Jahre. Du hattest Hannah Arendt zitiert. Also Hannah Arendt kommt als Prozessbeobachterin nach Jerusalem und publiziert es im New Yorker und dann später als Buch diesen berühmten Text von der Banalität des Bösen, indem sie eine bis heute umstrittene und unauflösbare Interpretation des Bösen vorlegt. Und Eichmann, viele Historiker sagen heute, hätte sie sich geirrt. Sie hätte aber einen Typus beschrieben anhand des falschen Mannes. Also stark simplifiziert sagt sie, dass der Mann ist nicht von radikalem Antisemitismus getrieben, sondern er agiert eigentlich als zum eigenen Denken unfähiger Bürokrat. Ein großer Teil unseres Faches stellt das bis heute in Frage, auch mit guten Argumenten. Sie hat in späteren Texten, hat Hannah Arendt gesagt, das Böse kann niemals radikal sein, sondern immer nur extrem. Und letzten Endes interpretiert sie oder versucht sie an der Figur Eichmann zu sagen, es taucht Mitte des 20. Jahrhunderts eine Form des Bösen auf, die wir mit den Begrifflichkeiten, die wir aus der griechischen, römischen Antike haben oder von Thomas Hobbes haben oder von Montesquieu, also mit unserem Inventar aus der Moderne, können wir dieses Böse nicht erklären. Es hat eine neue Gestalt. Dein Buch heißt Im Bann des Bösen. Und meine Frage ist, ob du eine Art von Grunderklärung, Grundmodell hattest, wie dieses spezifische Böse, was man der Frau ja wohl trotzdem und trotz allem zuschreiben kann und muss, wo das herkommt,
wie du das fassen würdest und wenn du versuchen würdest, das in die Kategorien zu bringen, die in Jerusalem in dem Prozess verwendet wurden und seither, das ist jetzt 60 Jahre her, verwendet werden in unserem Fach und von Philosophen und von Soziologen und so weiter, von der diskutierenden Klasse, leistet, kann man aus deinem Buch heraus praktisch einen Beitrag leisten zu dieser, zur Auflösung dieser Frage, woher kommt das Böse in der Gestalt, in der wir das im Dritten Reich sehen und beobachten? Ja, herzlichen Dank für diese Frage, die ja gewissermaßen so an den Kern der NS-Forschung und der Holocaust-Forschung rührt, nämlich die Frage, wie erklären wir uns das Gewalthandeln nationalsozialistischer Täter? Und Hannah Arendt hat ja mit dem Buch Eichmann in Jerusalem eine Provokation vorgelegt in den 60er Jahren als Essayistin des New Yorkers. Es wurde nicht nur von den Historikern immer wieder in Frage gestellt, sondern eben auch von der internationalen Öffentlichkeit. Der Titel ist ja gewissermaßen zweigeteilt, es gibt auch noch einen Untertitel, aber was mir wichtig gewesen ist, mit dem Titel zu sagen, ich habe in dem Vortrag, bin ich darauf eingegangen, auf einen Aufsatz von Alf Lüttke im Bann der Wörter Todesfabriken. In diesem Aufsatz setzt Alf Lüttke, Alltagshistoriker, sich mit der Frage auseinander, was bedeutet der Begriff der Todesfabrik für die Interpretation nationalsozialistischen Gewalthandelns. Und er versucht zu beschreiben, dass über diese Begriffe eine bestimmte Interpretation gewissermaßen weiter tradiert wird. Sein Anliegen ist eigentlich ein anderes, deswegen ist es mit der Übernahme des Titels vielleicht nicht ganz fair. Sein Anliegen in dem Artikel ist tatsächlich, was ich auch erwähnt habe, auf eine Frage von dir, das Anliegen von Alf Lüttke ist, eine Anthropologie von Gewalthandeln vorzulegen und zu beschreiben. Im Bann habe ich versucht zu beschreiben, dass diese Erzählung durchaus auch religiöse und irrationale, also nach 45, diese Erzählung über Ilse Koch, diese Figur, die sexualisierte Figur, eben auch durchaus religiöse Dimensionen hatte, die etwas, mit dem man versucht hatte, etwas zu erklären, was aber nicht erklärbar schien. Und die Zuspitzung dieser Figur auf eine sexualisierte Gewalttäterin schien das Böse sozusagen gewissermaßen in Form dieser historischen Figur greifbar zu machen. Okay, vielen Dank.